Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video, meine Freunde. Ja, wir sind ja mal am Yama, wa? Yama Update kam ja und neue Fische habe ich noch gar nicht drauf geangelt. Bin jetzt das erste Mal hier und ja, läuft eigentlich ganz anständig an der Stelle hier, wo ich ankam. Gute Silberlachse, auch den ersten Masulachs bekommen. Jetzt gucken wir mal, das ist bestimmt so ein Ola Keta hier. Und da ist eine Regenbogenforelle. Oh, 3,4 Kilo, sehr schön. Ja, dann macht Yama Spaß. Finde ich eh eins der schönsten Gewässer. Wir gucken mal eben ins Setup rein. Ich habe mal meine Olle Heaven Quid Avora rausgeholt. Mit Bonus auf Wurfreichweite. Dann die alte Steelhead, 16 Kilo Kraft Bremskraft. Habe jetzt hier eine ziemlich verschlissene 21 Kilo Hauptschnur, 17,4 Vorfach und angel mit dem Sotori mit einem Puschelhaken, aber nur mit Groß 2. Ne? Groß 2, also relativ human noch. Und gucken wir mal, was ich gefangen habe bisher vor 25 Minuten hier. Das finde ich schon echt anständig für Yama, kann man nichts sagen. Und Silberlachs angefangen 1,4, 2,5, 1 Kilo, 1,6, 1,6. Dann kam hier ein Masulachs 1,8 und jetzt die Regenbogenforelle. Dürfte jetzt gleich aber vorbei sein. Dann sehen wir uns am Morgen nochmal wieder in der Hoffnung, dass nochmal beißt. Ja, wenn Yama läuft, dann macht Spaß. Wie gesagt, für mich sowieso eins der schönsten Gewässer auf jeden Fall. Schöne Wasserfärbung, ziemlich geil. Oh, Wecker geht. Aufstehen, Ingo. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bin immer schon vorm Wecker wach. Was willst du machen? So, jetzt werfen wir nochmal. Kannst du wahrscheinlich jetzt eh vergessen hier. 12 Uhr Ingame. Da wird nicht mehr viel passieren. Ja, eigentlich ziehe ich nur durch oder mach mal Twitch mal so hier rein. Dann werde ich den Blinker mal ein bisschen nach vorne schießen lassen und wieder zurücktreiben lassen. Kriegt man auch schon mal gute Bisse. Oder mach auch schon mal schnelles Einkurbeln zwischendurch. Und die anderen im Chat fangen auch echt gut. Auch viel von diesen Masulachsen auf jeden Fall. Mal gespannt, was der an Geld so bringt. Wie gesagt, ich ist der erste, dass ich den hier, erste Mal, dass ich den bekomme. Bin auch das erste Mal nach dem Update erst hier. Ja, wir sehen uns am Morgen. Dann sehen wir wahrscheinlich noch ein paar Bisse. So, 6 Uhr morgens in-game. Dürften die Fische ja langsam wieder losgehen hier. Hoffen wir mal das Beste. Muss ja auch nichts durchgehend hier beißen, aber man will ja schon. Irgendwo ist es ja schon ein High-End-Gewässer. Man will ja schon ein paar Fische hier fangen. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus, wenn es kein Keta ist. Schauen wir mal. Könnte es ein sehr guter Fisch sein. Das sieht man aber. Auch wieder eine gute Regenbogenforelle. Ja, ich hatte jetzt gerade eben, ihr seht hier 17 Minuten vor 2 Minuten Rotlachs, Esche, Regenbogenforelle. Ziemlich cool. So kann es weitergehen. Ach scheiße, ich habe noch glaube ich gar nicht gezeigt, wo wir stehen. Ne? G4 hier am 3,5er rüber, ne, bei 194, 198. Da läuft es gerade ganz gut. Man ja nicht meckern, ne? Ja. Eben der Masulachs hat auch ziemlich am Rand gebissen. Das ist eine kleine Regenbogenforelle. Dann sagen wir, ziehen einfach nur mal schön gemütlich durch. Und dann gucken wir mal. Scheint sich auf jeden Fall zu lohnen hier.
Und ich hatte gesehen, einer hatte mit einem Handmade oder handgemachten K5 hier gestanden. Ich glaube, das ist der gelb-orange. Da hatte auch die Kamtschatka-Forelle als Trophäe bekommen können. Also für alle, die den Köder haben, gerne auch mal den probieren. Falls nicht, also ich habe ihn auch nicht im Inventar gehabt. Ich habe jetzt auch keinen Bock. Irgendwie, ich kann ihn eh, glaube ich, noch nicht herstellen. Also ich hatte das mal geskillt, aber ich meine, ich hatte das mal angefangen. Da kam das ja mit den Automaten. Aber ich glaube, sinnvoller ist es eh, das zu Ende zu skillen, als dafür Gold zu bezahlen. Wobei, ich glaube, so ein Köder in Gold kostet oder so 1,50. Ja, kann man sich auch mal einfach kaufen, ne? Auf jeden Fall dieser orange-gelbe K5. Damit hat er auch hier ordentlich gezogen. Nur so einmal als Tipp. Und da haben wir wieder was. Wurde wieder ein Masu-Lachs gerade im Chat gefangen. Ja, läuft ganz gut hier. Das hätte lieber ein Silberlachs sein sollen. Dann wäre er gut gewesen mit 1,6. Wieder ein Masulachs raus. Der nächste. Ich habe auch gar nicht mal geguckt unter den wöchentlichen, wie die so, auf was die hier so beißen, ne? Wöchentlich. Masu. Ah, guck. Auch auf den, den ich drauf habe. Und auf den roten. Auf den roten. Ich weiß gar nicht. Was habe ich hier für einen Killerhaken drauf? Groß 1. Nehmen wir. Werfen wir noch 2, 3 mit dem hier. Schauen wir mal. Bin schon mal gespannt jetzt. Da haben wir auf jeden Fall auch einen Puschel drauf. Nur etwas größer. Gucken, ob der auch einen Biss bringt. Hier der rote. Der rote Bengel. Manchmal wie verhext. Dann kriegt man zwei, drei Viecher hintereinander schön und dann macht man wieder 20 Würfe nix. Ist leider so. Stellen wir mal ganz normal auf 25. Wetter ist okay. Wobei schon fast wieder ein bisschen zu warm eigentlich. Unter 10 wäre mir lieber gewesen. Auf jeden Fall haben wir hier mal was. Könnte ein Silberlachs sein. Auch ein kleines Baby. Nun ja. Guck mal, wie lange sind wir jetzt hier? 47. Ja. Sehen wir uns gleich am Fischmarkt. Stündchen ist rum, wobei ja die Nacht eh nichts gebissen hat. Aber da war vielleicht 10 Minuten, was man da abziehen könnte. Auf jeden Fall Funst und K5 Handmade scheint auch gut zu performen hier. Also bis gleich am Fischmarkt. Da haben wir einen kleinen Masu. Sehen wir den auch nochmal. Bis später. So, dann gucken wir mal rein. 50 Minuten, 10 Minuten Nacht, also 40 Minuten aktiv geangelt. Ja, 300 Silber ist völlig in Ordnung für ein Yama. Da kann man schon froh für sein. Ich behaupte, mit dem K5 geht es noch besser. 50 Silber. Ach, guck mal, dieser Masu. 33 Silber, 1,8 Kilo. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, die Stelle zu beangeln. Werde ich heute wahrscheinlich auch nochmal hingehen. Gehe ich mal den K5 einfach mal kaufen. Scheiß der Hund drauf. Danke fürs Einschalten. Yama, Silberlachs und Co. Petri, bis dann und tschüss.